Herzlich willkommen zur weiteren Folge 7, 2, nee. Ja, kriegst auch nicht in die Reihe. Wisch hier auf. Ach so. 7, 2D, oder wie heißt das, ne? So. Wir werden mal ein bisschen rackern. Wir brauchen noch hier. Da haben wir hier drei Türen insgesamt, das ist ja ganz schlecht. Aber wir haben ein bisschen Lupen, ein bisschen Holz holen. Die Häuser nicht beobachten, besuchen. Boah, das sieht man auch so unfreundlich hier. Wir schauen ein bisschen mal durch, was finden. Draußen jedenfalls, bis es nachts wird, dauert ein bisschen noch. Leere. Ja, der Baum soll es, glaube ich, sein. Aber nicht mit unserer wertvollen Axt, sondern mit einer dicken Baum hier. Oh, das sind vier, super. Und ich kann was lernen. Muss ich immer rausfinden, wie was bedeutet. Das ist meist auf Englisch und das kann ich leider nicht. Wo dir einiges auf Deutsch steht, aber nicht alles. So. Der Baumsamen. Oh, Eiche. Können wir mal eine Allee bauen. Wir müssten eigentlich vom Haus weiter weg leer machen. Und da wir noch genug Wasser haben und genug Nahrung, haben wir heute keinen Stress. Und wieder ein Baum weniger. Hier gehen wir nicht rein. Oh, ein Baumstumpf. Könnte Honig drin sein. Muss aber nicht. Zack, zack. Kein Honig. Bin enttäuscht. Hier gibt es Eisenvorkommen. Im Keller wollte ich nachschauen. Haben wir alle vergrault, wa? Zombies. Hoffe ich mal, ne? Zur Uhrzeit. Zum Glück ist heute Samstag. Und nun kann ich ein bisschen länger machen. Hoffe, ihr habt Spaß. Fragen, Anregungen, Kommentare. Immer einschreiben. Immer gern gesehen. Tipps. Tipps ganz gerne, weil ich mir hier überhaupt nicht auskenne. Nein, ich exit.
beziehungsweise der englischen Sprache nicht mächtig bin. Und ich spiele auch gleich. Jetzt haben wir, ja, noch nicht viel Holz. Holz kann man nie genug haben. Immer genug, immer rein damit. Müssen wir irgendwann wieder welche nachpflanzen, ne? Das ist ein komischer Baum. Hier können wir Wasser holen. Das ist gut. Direkt abkochen. Wir müssen aufpassen hier, dass wir uns keine unliebsamen Besucher zu einheißen hier. Namen Zombie und Co. Das gab Nummer 110. Ich wollte aber in den Keller nachschauen, was da eigentlich, was wir da gebuddelt haben. Nur keine Vogelnester gefunden. Das ist typisch. Wieder mein Haus. So. Reparieren. Und stabilisieren. Gut, ich wollte in den Keller reingehen. Eins verstehen, ich habe doch hier mal was in anderen Tür gewesen. So, 5. Also eine Tür wird mir nicht sicher genug, also die reichen sowieso rein, die Burschen. Aber durch zwei Türen tun sie sich immer ein bisschen schwieriger, ne? Eine Eisentür wäre nicht schlecht, ja. Aber auf Dauer halten die auch nicht ab. So, nochmal eine Tür. Kräften hier, wie heißt hier? Fertig. Bären kann man nach oben nehmen. Diese Gesundheit wird auch besser. 3. Gleich verstärken entsprechend. Super. Treppe bauen.
Wir wollen jedes Mal durchfahren, ne? Und zwar irgendwo. Wir müssten mindestens 3 davon haben. Drei Stück, denke ich mal. So, dann wieder unten reinschieben ins Bereich der Hände. Süße, reicht sogar. Wie ist mit viel? So, stabil. So, ich wollte mal schauen, was die hier gebuddelt haben. Hier kann man Nachtsteine machen. Oh, der war neu. So. Was ist das für ein Teil? Bestimmt was zur Verteidigung. Aber eine Armbrust haben wir nicht. Waffenschrank. Haben wir denn unsere Vorschlaghammer? Ja. Waffenschrank, alles gut. Das wird lange dauern, aber. Da mal schauen, ne? Bin neugierig. Die zerlegen mein Haus hier. Hey, halt Nacki. Gibt's doch gar nicht. Tattoo ist gut. Ja, wenn du nachts eine Lärm machst, dann bist du sofort da. Oh.
Oh, was der Hammer. Oh. Mit Leiter 4-4. Dann nutzen wir gleich auch, wir brauchen sowieso Fell. Irgendwann mal, oder Leder, Knochen für Leiben. Aber meine Hackebeile ist im Arsch, glaube ich mal. Die Tür zerlegt, gibt's doch gar nicht, aber alle beide. Ich meine, die kann man auch zumachen, ne? Normalerweise. Drei Türen müssen verteidigt werden, so. So. Puh. Das war eben eine Aktion. Wenn das heftig ist, das habe ich schon geahnt, aber dass dann gleich drei kommen. Das sind drei Türen, das ist gut. Aber die drei Türen sind auch nicht aufgehalten, das ist das Problem. Benzin. So, unsere Eisenquelle hier. Das war hart. Gut. Kohle. Stein. Wer der hier so eine Kampfwunde gehabt hat hier oder was? Ist ja nicht normal. Ja. Gut, im einen Keller war Stein. Reparaturkit müssten wir nicht haben.
Denn die Axt hat mir im Prinzip das Leben gerettet. So, normal. Super. Haha, ja. Das ist gut. So. Glas. Rohre und Schrott. Gut. Kunststoff. Das kommt auf jede Nacht. Wir müssen uns früher oder später ums Wasser kümmern. Nächsten Tag auf jeden Fall. Weil noch haben wir Wasser. Aber nicht mehr lange, ne? Wir sind Hausinventar zerlegen, ne? Aber im Haus wollte ich eigentlich keinen Krach machen. Bisschen Glas. Schauen wir mal. Oh, verrottetes Fleisch. Ob es gebrauchen können irgendwann, für was, weiß ich nicht genau, aber eben aufheben. Das ist von den Tübeln, von den Köter. Knochen. Können wir Bäume pflanzen. Wenige Erde nehmen auch aus. Stiefel nehmen auch aus. Brauchen wir immer nicht. Zu den Samen dazu. Leder ist gut. Das sagt mir, ich kann irgendwo gebrauchen. Ich habe zu wenig Federn. Stufen. Kohle, 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 Kohle. Keine Kohle. Steine, Benzin, Schrott, Beeren, Glaskrug. Da haben wir auch Wasser. Ah, da brauchen wir mal nichts holen. Also heute müssen wir nicht los. Rohre, ja, die Rohre sind gut. Schauen wir mal, was wir kräften können. Das haben wir. Aber machen wir später. Weil. Leer Schrank. Weil die Tür hält niemand auf, das ist das ganze Problem dabei. Dose. Ich habe noch keinen Topf gefunden. Oder ein. Was zum Grillen? Was hat er hier? Pink Drink. Tratpulver. Ach, Tabletten.
Wandschrank. Hier war alles durchsucht. Jetzt haben wir. Hier müssten wir ein bisschen absichern, das heißt, hier wollen wir die Teile wiederherstellen, die Klebeband und Eisen. Also haben wir auch irgendwo Eisen mit da. So. Stellen wir 10 her. Können wir rausgehen. Wir haben am Haus keinen Krach machen mehr, aber, ne? Vier, fünf. Keller ist noch mal zu holen, aber jetzt leer machen ist unklug, ne? Das hat uns die Hunde angelockt und den einen Zombie. Weil einen Zombie kriegst du ja relativ schnell erledigt, in Anführungszeichen. Aber die Hunde waren schon heftig. Das ist die 5. Kommen ja meistens seitlich. Das heißt, das ist zwar nicht sicher, aber das ist mal ein Problem für die. Ich sollte hier nicht reingehen. Und hier am zweiten Stock. Oh, ich habe Hunger. Da werden wir was essen gehen, ne? Aber einen brauchen wir noch mit hier. Dazu sagen, Hunger ist die Ausdauer am Arsch. Deswegen gehen wir gleich zurück.
Dann haben wir die heutige Folge auch gemeistert. Gleich ein paar Beeren mitnehmen. Ein paar Fasern. Bisschen Pfeffer hier auch. Aber wie man sieht, schon wieder 9:30. So, brauchen wir eine Tür, die offen ist. Die hintere Tür haben wir zugemacht. Ups. Wir wollen lieber die große Axt nehmen. Apropos Falle. Soll ich selber reinlatschen? So, mal schauen, wo wir am besten Feuer machen. So, liebe Show, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke, ciao ciao. Fleiß sieht man sich dann zum nächsten Folge wieder. Tschüss.